Klar, dann gucken wir mal, was das auch im Himmels Willen sein soll. Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung, was gibt's hier noch? Gar nichts. Die Tür kann man öffnen, das ist gut. Und da ist eine tote Ratte. Die sich einfach mal. Ah, Alter! Boah, Junge! Du alte Kackbratze, du! Leck mich am Buckel, ey. Boah, Lacko mio, ey. Alles klar, ey. Was will die eigentlich von mir die ganze Zeit? Die soll sich verpissen, Mann. Weil schönste ist sie auch nicht gerade. Boah, ey. Stiss. Handschellen. Mann, oh Mann, oh Mann, ach du Scheiße, das ist das hier von Mechanismus, was steht da? A little pain goes a long way. Ein bisschen Schmerz reicht weit. Jo, toll. Haben wir immer noch diese Kurbel? Ne, die Kurbel haben wir anscheinend nicht mehr. Aber. Ja, was soll ich jetzt hier? Gibt's hier irgendwas drehen? Kann man nichts drehen. Nö. Kann man auch nichts aufnehmen, aber ich muss ja hier irgendwas machen. Bisschen Schmerz reicht weit. Was soll ich jetzt hier tun? Ich habe keine Ahnung, Leute. Ich kann hier nichts aufnehmen. Ich kann hier mit nichts interagieren. Ah. Oh Gott. Oh, bitte nicht, ey. Ach du Heilige. Okay, das scheint zu uns zu reichen. Oh, wer hat da geschrien? Ich will's gar nicht wissen. Ja, die Ratten interessieren mich mittlerweile schon gar nicht mehr. Echt, hey. Lampe. Da geht's auch nicht weiter. Müssen wir mal wieder der Ratte folgen. Mann, oh Mann. Boah, wie ich wieder Gänsehaut habe. Alter. Ist jetzt wieder hinter uns, ich dreh durch. Boah, verpiss dich, du scheiß Krackpratze, du, ich sag's da, ey. Boah, ich krieg ne Gänsehaut. Ah! Leute, Leute. Kann ich jetzt Licht wieder anmachen oder muss ich jetzt durch das Ding gehen? Oh Gott. Ich dreh mich nicht um, ich sehe nämlich gar nichts. Oh Gott, ey. Mann, Leute. Lasst es vorbei sein. Okay, hier ist nix. Gibt's hier irgendwas zu lesen? Nee. Vielleicht hier. So, das kann man nicht aufmachen.
Ja, dann gehen wir weiter. Alles klar, wir sind wieder am Aufzug. Weiß es nicht, was das heißt, dass vielleicht das Kapitel jetzt dann vorbei ist. Lass ihn nochmal zugehen. Dieser Mechanismus, als der geht mir auf die Eier. Geht doch zu jetzt! Hallo? Der will nicht zugehen, glaubst du es? Jetzt. Die scheint richtig zu sein. Entschuldigung. Oh Gott. Es geht natürlich immer weiter runter. Okay, wir sind angekommen. Mein Gott. Wo sind wir jetzt? Ist das nicht. Ne, das ist nicht der Raum, oder? Gibt es hier irgendwas? Hickory dickory dock. The mouse ran up the clock. The clock struck one. Four ran down. Hickory dickory dock. Typ hat so eine Klatsche. Das ist schon echt nicht mehr feierlich. Geht da ist nix. Da ist auch nix. Okay, was ist hier? Keine Ahnung, hier gibt's gar nichts, wie es aussieht. Was soll das sein? Jetzt komme ich hier natürlich nicht mehr raus, oder? Ja, doch so. Keine Ahnung. Ich kann da nichts interagieren, deswegen gehen wir einfach hier lang. Wahrscheinlich wieder irgend so eine. Alles klar. Servus. Was hat die nur für Probleme? Mann, oh Mann, oh Mann. Vielleicht war es auch sogar geplant, ich weiß es nicht. Oh Gott. Alles klar, das Zimmer kenne ich auch irgendwo her. Irgendwie vom. Was klingelt jetzt hier? Uah. Manche Gemälde spotten jeder Beschreibung, geschweige denn einer Kritik. Ein Grundwissen zum Thema ist ein absolutes Muss, wenn man auch nur versuchen will, sie zu beschreiben. Babyface ist eines dieser Gemälde. Diese Kunstanomalie zieht Zehntausende von Bewunderern des durchschnittlichen und Sonntagskenner des Abstrakten in ihren Bann. Tatsächlich sieht es aus wie ein Resultat eines einwöchigen Kunstmarathons. Bestritten von einem unausgeglichenen Maler, der in seinem dunklen Keller eingeschlossen war. Von der furchtbaren Ausführung einmal abgesehen, übersteigt das Gemälde in seiner abscheulichen. Mach doch jetzt das Ding da auf, hallo. Dankeschön. Wo gibt es jetzt hier ein Telefon, bitte? Es nicht. Gibt's auch gar keinen.
Aha. Alles klar. Ah, hier ist ein Telefon. Talk to me. Why won't you talk to me? Okay, man muss anscheinend irgendeine Zahlenkombination wieder finden. Na, ah, Telefonnummer, wie gesagt. Kommt mal jetzt hier raus. Naja, das heißt, es muss irgendwo hier sein. Wie gibt's? Okay, wir schauen uns hier im... Ah, hier. 636, wie es aussieht. 636 ist doch keine Telefonnummer. Nee. 6. Hat mal 636. Nee. Aber wie gehen denn diese scheiß Telefone, Mensch? 6 3 6. Nee. Ah nee, 363 war's. Ach Gott, zack. 363. 3, 6, 3. Ich habe keine Ahnung. Aber hier steht 363. 363. So muss es 363 sein. Aber 3 6 3. Junge, ist das richtig ein richtiger Schmarrn, ey. Sag mal, hallo. Jetzt wieder 3. Jetzt klingelt's. Jetzt klingelt's irgendwo anders, oder bin ich jetzt doof? Nicht das Telefon. Irgendwo hier. Gott.
Keine Ahnung. Hier gibt's nichts zum Interagieren. Merkwürdig. Raus kann man auch nicht. Ne. Oh Gott. Ach du Scheiße. Kann man irgendwie die Leiter benutzen? Das bringt auch nichts. Ne. Ah, jetzt ist hier eine Tür. Alles klar. Oh Gott. Jetzt kommt bestimmt wieder diese alte Kackpratze. Ich könnte es mir gut vorstellen. Ach du Scheiße. Uah! Nee, das wollte ich eigentlich nicht. Boah, ey. Das Spiel wird immer kranker, ey. Das ist der Wahnsinn. Wie es halt harmlos angefangen hat am Anfang, jetzt ist abartig krass. Was hier für richtig geile Umgebungen auch teilweise sind, haben sie schon richtig geil gemacht. Jetzt sind wir schon wieder hier. Toll. Ja. Steht es da drauf? Gar nichts. Gucken, vielleicht haben wir jetzt irgendwelche Zettel drin allerdings. Da ist wieder eine Ratte. Haben wir gerade gelesen. Nee. Hier ist jetzt aber auch nichts. Gut, hier gibt es ja wieder diese eine Geheimtür. Waren wir ja gerade eben schon. Aber es kann sein, dass ich... Nee, doch nicht. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass ich vielleicht irgendwas falsch gemacht habe. Aber scheint nicht der Fall zu sein. Aber hier kann man ja nur runter. Ich meine, was soll ich denn da noch hin? Was habe ich versprochen? Ja. Ich bräuchte eine Telefonnummer. Nur wo kriege ich die her? Ah, was steht da? 8. 853, oder? 853, wie es aussieht. Also 8. Fünf. Drei. Ja. Boah. Achtung! Was für eine geile Umgebung. Geh jetzt auf. Das Schild ist... Das solves nothing. It never has. It never will. Klasse. Was gibt's jetzt hier? Ja.
Ich muss runterspringen oder was? Oh, diese scheiß Tür, jetzt geht doch mal auf. Ich weiß es nicht, ob ich runter muss. Springen. Oder. Kann ich mir nicht vorstellen. Warte mal. Doch, ich muss runter. Scheint so. Aber gut.